Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Mad Games Tycoon. So, und wir sind immer noch unser schönes Spiel am rausdrücken, was schon fast 400.000 Dingens. Ich mit meinem Rumgeklicke hier immer, ne? Ist schon der Hammer. Fast 400.000. Das hat eine 89er Wertung gehabt. Besser geht's nicht. Nichts mehr zu forschen. Blöd. Auch nichts mehr. Naja. Ist es halt so. Ist es halt so. Wir haben 27 Millionen. Ach ja. Was das so ausmacht, ne? Wir spielen ja auf normal. Also wir spielen auf normal. Das ist normale Schwierigkeitsstufe. Was das so ausmacht, wenn man so ein paar Sachen, ich sag mal, gute Sachen entwickelt, was das an Kohle bringt, ne? Wenn man überlegt, wir haben 28 Millionen. Das ist ja der Hammer. So, was hatten wir jetzt überhaupt? Wir haben die Super Engine und die Bear Engine. Welche machen die gerade? Die Soul Engine. Das heißt, wir machen doch die Game Tech noch hoch. Genau. Haben wir nämlich auch 40 drin. So, und dann können wir mal überlegen, was wir dann machen. Ein Ego-Shooter wäre mal fein. Einfach mal so. Warum mal nicht? Dann machen wir uns auch eine Engine für. Und gut ist. Und 5 Millionen plus haben wir schon gemacht. Wie teuer sind eigentlich die nächsten Gebäude? Der teuerste kostet 57 Millionen. Okay, das ist nur eine Hausnummer. Riesiges Bürogebäude kostet 12. Was ist denn, wenn wir ein riesiges erstmal nehmen? Weil wenn, dann will ich halt auch gerne mit dem Server und so mal testen. Weil wir können ja jetzt Server, können wir jetzt auch machen, ne? Genau, Serverraum. Können wir jetzt auch machen. Das heißt, MMOs könnten wir raushauen. Aber lassen wir erstmal die machen. Die Entwicklerbüros müssen noch viel größer werden. Das ist so. Was haben wir da? Vertrieb übernehmen? Nee, habe ich jetzt gar Lust zu. Wir haben noch ein Spiel in Auslieferung. So. Oh, da hat Techsoft das Spiel Blitzkrieg entwickelt. Und Sweet House, Spiel des Jahres. Ja, ha, da ist er, Spiel des Jahres. Was hat er jetzt für ein Wind? Der hier aufkommt, hallo? Krass. Egal. Frage, sollen wir machen? Sollen wir schon das nächste, das riesige hier nehmen? Ja, komm. Machen wir das einfach. Fertig. Ja, das ist riesig. Definitiv. So, und hier werden wir jetzt richtig große Entwickler-Dinger reinbauen. Ich würde fast sagen, so. Direkt zwei Stück. Ich glaube, das eine ist sogar größer, aber das ist egal. Das eine ist auf jeden Fall ein Ticken größer. Egal. So, ein Chefbüro, das kommt hier in die Ecke. Das reicht. Mehr gibt es nicht. So, dann wollen wir mal weitermachen. Forschung. Forschung wird auch was größer wieder. So. Produktion kommt gleich. Marketing. Wird auch was größer gebaut. So, dann könnten wir da hinten in das Lager noch, ne, die Qualitätssicherung können wir hier noch reinbauen. So. Passt auch. So, dann haben wir noch das Soundstudio. Das können hier hin. Jo, passt. Dann kommt noch der Aufenthaltsraum. Der kommt hier hin. Der wird auch diesmal was größer. So. Dann kommt noch ein Klo. Können wir auch diesmal was größer bauen. So. Was haben wir noch? Chefbüro haben wir. Forschung haben wir. Support fehlt noch. Support. Er kommt hier hin. So. Und dann kommt jetzt Produktion. Der Serverraum kommt hier hinten hin. Würde ich sagen, erstmal so. Den können wir dann immer noch ausbauen.
So, Lager. Ne, wir machen erstmal die Produktion. Erstmal kommt jetzt die Produktion. So, machen wir ein bisschen zwei Räume. Machen wir so. Einmal so. Und einmal so. So. So, zwei Produktionsräume. Dann kommt noch ein Lager. Wo sind? Das kommt hier unten hin. So. Und eigentlich sollten wir alles haben, ne? Wir haben Support, wir haben Qualitätssicherung, jo. Dann geht's los. Wir nehmen mal graue Schreibtische jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun Leute passen da nur rein. Zehn, so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Passt. So, eins, da müssen nur fünf rein. Zwei, drei, vier, fünf. Da genauso. Zwei, drei, vier, fünf. Da genauso. Na, fangen wir da mal an. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, was machen wir noch? Das ist der Support. Da kommen auch fünf. Eins, drei, vier, fünf. So, das haben wir. Dann Soundstudio. War hier, ne? Genau. Eins. Ah, habe ich schon wieder Kacke gebaut. Zwei. Ja. Drei. Passt das? Ich weiß, ja, doch, müsste ein Eingang sein. Drei Stück waren da drin, ne? So, das ist so mein Chefbüro. Da kommt natürlich hier der Marmorschreibtisch rein. Aha. Hier. Chrisse. So, Schränke, passen wir irgendwo noch Schränke rein? Da können wir hier reinbauen, ne? So mal so zwei oder so. So, da kann einer rein, das reicht. Hier kann auch noch einer rein. Da auch, da auch. Da auch. So. Hier auch. So. Jetzt kommen Sitzmöglichkeiten, was eigentlich witzlos ist. Hier. Gehst du noch einen Stuhl hier rein? So, da nicht. So, reicht. So. So, fertig. Heizungen. Können wir noch irgendwo Heizungen reinbauen? Da können wir auf jeden Fall eine reinbauen. Hier. Da nicht, wahrscheinlich. Da auch nicht. Aber hier, 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 da haben wir schon irgendwo eine gebaut, glaube ich. Haben wir, ja, hier haben wir eine gebaut, ne? Genau, hier kann auch noch eine Heizung rein, so. So, dann haben wir noch Kopierer, da können wir hier zum Beispiel einen reinbauen. Im Aufenthaltsraum können wir einen reinbauen. Würde ich ja fast sagen, so. Hier können wir auch noch einen reinbauen, hier und hier. So wie da. Und hier können wir auch noch einen reinbauen. So. Und hier. Da haben wir schon einen reingebaut. Sehr schön. Kopierer haben sie auch überall. Pflänzchen kriegen sie auch noch. So. Kriegen sie überall noch Pflänzchen rein. So. Sitzt wieder am Jammern, dass hier keine Atmosphäre im Büro ist. So. Bitteschön. Bitteschön. Kriegst du auch eine Toilette, auch noch eine. So. Mülleimer kriegen sie auch noch hier überall. Da, da. Da, da, da. Da. Da.
Da. Bitteschön. Hier auch noch. Sehr gut. So, Wasserspender können wir wieder auf den Gang. Wie immer. So ein paar. Schöne mal in den Türen. So. Reicht. Feuerlöscher kommen auch noch dahin. Neben dem Wasserspender natürlich. Muss ja auch, ne, geschützt sein. Hier kommt auch einer hin. Da unten auch. Was ist denn da unten gewesen? Ach ja, Lager. Genau. So, Ventilatoren. So, schöne Büro ein paar. So. Hier können direkt zwei rein. So. Aber auch. Sound System braucht keine Sau. Bilder braucht auch keiner. So, jetzt kommen die ganzen Zockerdinger. Wie vorher auch. So. Kommen beide Kühlschränke hin. Warum auch immer beide? Naja. Was soll das? So, jetzt kommt einmal dieses Sofa. Einmal dieses Sofa. So, sollte reichen. Mehr gewinnt nicht. Snackautomat und Kohleautomat kommen noch. So. Und so. So, hier noch ein Fernseher. Kriegst auch noch. Da. Reicht. Mehr gewinnt nicht. So. Trainingsraum haben wir gerade nicht. Serverraum. Jetzt geht los. Core-Server. Wollen wir erstmal zwei Stück hinstellen. Das sollte erstmal reichen. Da sind 500.000 Kapazität. So, wie geht das hier? 1, 6, 7. Genauso viele wie vorher, nur in zwei Räumen diesmal. Das ist nochmal schön. Haben wir genau 14 Stück. Das passt. So, Lager. 300.000er Fläche direkt. Soll ja direkt, ne? Soll ja wohl zu lagern sein hier. Sieht das sonst aus? So. Klo. Ein paar Klöchen hier hinbauen. Machen wir direkt mal 4 Stück. Machen wir direkt mal hier 2 Handwaschbecken hin. Ein paar Händetrockner kriegen sie auch noch. Hier. Kriegen sie da ein. Kriegen sie da ein. So. Fertig. Alles da. So. Dann geht jetzt rund, ne? Wir müssen Leute dahinstellen. Das heißt, Level 3. Level 2. Level 2. Ach, hau ab. Level 8, das ist ein Forscher. Genau. Level 4 ist ein Game Designer. Der auch. Level 2, dann ist Sounddesign schon mal voll. Das ist Marketing. Das ist auch Game Design. Genauso wie der. Ja, jetzt nicht. Ach, die sind hier noch am Erforschen gewesen. Ah, okay. Marketing. Marketing. Boah, hier unten sind richtig viele, ey. Level 4. Sound Game Designer. Marketing ist auch gleich voll. So, dann haben wir noch welche in die Qualitätssicherung. Level 3. Level 4. Level 8 ist Forscher auf jeden Fall. Level 3. Da bin ich. Sehr gut. Level 2. Level 2. Level 2. Level 4. Level 3. Level 4. Level 2. Wer läuft hier noch rum? Da. Level 2. Da laufen noch zwei rum. Level 2. Und Level 2. Ich glaube, jetzt haben wir alle verteilt, ne? Forschung ist voll, das ist voll.
Preis für Abonnement. Achso. 500.000 kosten die. Pff, sind das. Können wir MMOs produzieren. So, was fehlt uns denn jetzt überhaupt? Achso, Sweet House wurde vom Handel genommen. 7 Millionen habe ich verdient. Krass. 7 Stück fehlen noch. Da fehlen auch noch 3. Warum fehlen denn da 3? Ich weiß es nicht. Da sind Level 2 auch noch drin. Warum? Komm mal her hier. Nein. Dahin. Schau mal, können wir noch was einstellen? Ja, hier den zum Beispiel. Der geht in die Forschung. Da haben wir noch einen. Der geht auch in die Forschung. Dann haben wir die Forschung voll. Der kann hier hin. Der kann da hin. Der, oh, Level 4. Das ist cool. Level 3. Level 3. Dann ist das, glaube ich, voll. Jetzt weiß ich gerade nicht. Jetzt muss ich mal gucken. Da fehlen noch 2. 2 Stück fehlen noch. Was haben wir denn hier noch mal anzubieten? Alles Level 2er. Also Pech. So. Und so. Haben wir alles. Alles besetzt. Jawohl. So. Dann wollen wir doch mal hier eine Engine programmieren. Eine neue für Ego-Shooter. Features alle. Engine wird verkauft für 20%, das wie die FreeTech Engine, genau. Und ihr könnt auch direkt nur eine machen. Für Rollenspiel haben wir schon. Virtual Simulation, Echtzeitstrategie. Genau, für Echtzeitstrategie. Könnt ihr machen, alle. Sehr gut. So, zufällig Megatech. Sehr gut. Macht mal. Tut was. Juhu, juhu. Oh, guck mal. So, machen wir hier. Dankeschön. So, jetzt haben wir doch mal ein Sitze. Das ist doch mal ein Büro, oder? Das ist doch mal ein Büro. Ich bin jetzt echt mal gespannt auf die MMOs. Wie das funktioniert. Da bin ich echt gespannt drauf. Wir haben jetzt 10 Mitarbeiter in den Entwicklerstudios. Also das könnte schon was geben. So, dann machen wir da unten ein paar Aufträge, damit ein bisschen Geld reinkommt wenigstens. 200.000 Fans haben wir schon, ey. Krass. So, wenn wir mal hier, wenn wir dann einen Ego-Shooter und da werden wir dann gleich ein Echtzeitstrategiespiel entwickeln. Würde ich mal sagen. Und wir haben 2 Produktionsdinger. Das heißt, wir können jetzt auch theoretisch mehrere Sachen aufnehmen. Ah, wir können denn noch was verticken. Jo, danke. Sehr gut. Sehr schön. So, dann haben wir Support und machen wir eine Fankampagne. Dann machen wir hier Highscore-Meisterschaft. Mach mal. Tut was. Da haben wir schon wieder was abgeschlossen. So, einen haben wir noch. So. 11 Millionen haben wir noch. Passt. Haben wir überhaupt ein Spiel? Nö. Egal, mach trotzdem. Ja, geht ja nicht. Leider haben wir kein Spiel. Egal. Hätten wir wenigstens unsere Engine verticken können? Nein, können wir nicht. Was sieht denn DevKits aus? PS3 haben wir noch nicht. Schon neu. Die Wii, ne, die will ich nicht. Xbox, die 1 haben wir auch nicht. Will ich auch nicht. Sehr gut. Sehr schön. So. Aber ich glaube nicht, dass wir diesmal schaffen, noch ein Spiel zu entwickeln. Ich denke nicht. Also, dass wir das bis zum Ende schaffen. Glaube ich nicht. Deswegen werden wir das jetzt. Ich werde da zwar gleich starten, aber das werden wir nicht schaffen, dass wir die entwickeln noch zu Ende. Obwohl das relativ schnell geht mit 10 Leuten jetzt. Hoffe ich. So. Die FreeTech Engine ist fertig. Und die Megatech ist gleich auch fertig. So, jetzt werden wir ein Spiel entwickeln. Obwohl, wir können schon Nachfolger entwickeln, ne? Wir könnten ja einen Nachfolger von.
Komm, wir machen Nachfolger von einem Spiel. Was waren die letzten, die wir auch gemacht hatten? Ah, Mist. Ah, da war ich ja noch Publisher hier, ne? Bei denen. Sweet House, das habe ich selber gemacht. Dance Tycoon auch. Warner. Was ist denn, wenn wir das jetzt machen? Da machen wir einen Nachfolger von. Ein AAA-Titel diesmal. Genau. Engine wird die Arcade-Engine. Die GameTech. Die dickste. So. Und weiter. 11 Millionen Entwicklungskosten. Krass. Das ist teuer. Das ist teuer. Hü. Elf Millionen, ne? Machen wir alle. So. Jetzt geht rund hier. Hat er jetzt alle drin? Sprachausgabe, 32 Bit, genau. Das brauche ich ja alles nicht. Warte mal. Ach ne, perfektioniert ist das dann, okay? Sehr gut, Entwicklung starten. Boah, 11 Millionen. Okay, zwei Spiele zu entwickeln ist dann ein bisschen teuer. Gleichzeitig. Teuer, teuer, teuer. So, da kannst du jetzt schon mal Bugs entfernen. Du kannst leider noch nichts machen, ne? Ne. Doch, kannst du wohl. Der ist ja geil. Geht ja doch. Gleichzeitig. Oh, ich hatte den nie gleichzeitig gemacht, ne? Ja, was soll's. Und auch hier wieder Kohle. Sehr gut. So, dann machen wir hier eine Auftragsarbeit. Ganz schnell. Mal fertig. Lohnt sich eigentlich nicht mehr, aber ist ja egal. Theoretisch könnte man dann zwei Teams von denen machen, weil dann können die einen Bugs entfernen, die anderen können schon Gameplay-Verbesserungen aufnehmen. Ich glaube, das sollten wir auch machen, vielleicht. Pass auf, dann machen wir das auch. Dann machen wir noch eine Qualitätssicherung hier unten hin. Der Serverraum ist groß genug, muss ich ehrlich sagen. So, pass mal auf. Dann machen wir jetzt auch. Nochmal fünf Stück. Eins. 2, 3, 4, 5. Das soll reichen. Ich weiß nur nicht, ob wir so viele Leute hier reinkriegen jetzt. 5 Leute brauche ich. 1, 2. Kriege ich nicht hin. Oder? 3, 4. Ganz schön frech, ey. Da brauchst du ja Handwaschbecken, ey. Warte mal. Ist doch nicht wahr. Hammer. Du brauchst hier die Wand, die billigen Handwaschbecken hier. Und das auch noch. Da. Bitteschön. Sieht wenigstens keiner. So, jetzt aber, oder? Danke. So. So, pass mal auf, dann kann ich doch hier Gameplay verbessern direkt. Jo, genau. Dann war das Spielmechanik. Dann arbeiten die alle für in den Entwicklungen. Das ist noch in der Entwicklung und dann arbeiten die alle für dieses Spiel. Das ist ja geil. Das ist ja cool. Das ist schön zu wissen, dass das so geht. Aber die Folge ist schon wieder vorbei. Deswegen würde ich sagen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Lasst einen Kommentar da, ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Mad Games Tycoon. Tschüssingen!